Im Psalm Kapitel 95, Vers 1 bis 7. Kommt, lass uns den Herrn zujubeln und ihm jauchzen, dem Fels unseres Heils. Lass uns mit Danken von seinem Angesicht kommen und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lass uns anbeten und uns beugen. Lass uns niederfallen von dem Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Es wird uns in den Versen hier gesagt, dass wir Gott zujubeln sollen und ihm jauchzen. Aber es wird auch gesagt, warum wir Gott zujubeln sollen. Er ist nämlich der Fels unseres Heils. Das heißt, er ist die Grundlage unserer Errettung. Er ist der, der eigentlich die Errettung ermöglicht hat. Deshalb der Fels. Aber warum ist es entscheidend so wichtig für uns? Weil alle Menschen von Natur aus letztlich Sünder sind. Und wir Gott durch den sündiges Verhalten zutiefst immer wieder ihn beleidigen. Weil Gott in seiner Heiligkeit jede Sünde des Menschen verabscheut. Und wenn ein Mensch in diesem Zustand stirbt, geht er ewig verloren. Und nun hat sich Gott über uns Menschen erbarmt. Wir haben Gott gar nicht dazu bewegen können. Er hat sich selbst auf uns zubewegt. Und er ist ein Mensch geworden. Er ist zu uns auf diese Erde gekommen. Jesus Christus, der ewige heilige Gott, ist zu uns Menschen gekommen und ist Mensch geworden. Wir können uns das gar nicht bis ans Letzte genügend vorstellen, dass der ewige, heilige Gott Mensch wurde, ohne aber sein Gottsein zu verlieren. Er war bereit, nach seinem sündlosen Leben alle Sünden, alle Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Das göttliche Gericht, das uns treffen müsste, dort am Kreuz in Golgatha über sich ergehen zu lassen. Und dieser Jesus Christus ist auferstanden und er lebt Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er bietet nun allen Menschen die Sündenvergebung an und ein neues ewiges Leben. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Geschenke anzunehmen, bevor es noch nicht zu spät ist, dass wir die Reue Jesus Christus unseren Sünden bekennen und er nimmt sie uns weg, wenn wir es wirklich meinen. Und dann dürfen wir den auferstandenen Christus sagen, ja, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und er schenkt mir eine neue Stellung vor Gott, nämlich die Stellung des Gotteskindschaft. Und jetzt darf ich mit Gott eine Gemeinschaft haben. Gott sei Lob, Ehre und Preisung. Wir haben wieder Zutritt in die Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Wunder, was Jesus Christus hier getan hat, wenn wir das Erlösungswerk annehmen. Deshalb sollen wir ihn zujubeln. Und in dem nächsten Vers steht: Lasset uns mit Dank vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Also sollen wir mit Liedern unseren Dank zum Ausdruck bringen. Denn Gott ist ein wunderbarer Gott und wir können ihn besingen, ihm alle Ehre geben, auch mit Liedern.
Wir könnten uns fragen, wie kommt man aber zum Angesicht Gottes? Wir kommen so vor ihm, wenn wir mit Gott reden, im Gebet. Wir können Gott nicht sehen, er ist unsichtbar. Aber wir wissen, dass er allgegenwärtig ist. Und deshalb, wenn wir beten, sind wir vor Angesicht Gottes. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir Gott als Erstes für alles danken. Und wenn ich uns so anschaue, denke ich, was hat Gott für eine Liebe in das Leben einzelner Menschen investiert? Wie hat er uns geholfen? Da kann man nur Danke vor Gott sagen. Und wir sollten auch danken, dass er in vielen von uns durch schwere Nöten hierdurch begleitet hat. Er war die ganze Zeit bei uns in der Not. Im Psalm Kapitel 23, Vers 4 bis 6 steht: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir alle kennen die finsteren Täler. Wir alle. Aber er ist bei uns. Und das ist das Entscheidende. Er trägt mich, er begleitet mich, er hilft mir. Danke, o Herr. Wisst ihr, wir sind alle voller Bitten. Was nicht alles in den Sinn kommt. Und was Gott noch alles machen muss für uns. Aber er hat doch schon Endliches für uns getan. Könnten wir nicht mal sagen einfach Danke? Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Danke, dass du mir dein Gottkindschaft geschenkt hast. Danke. Man kann also mit drei Arten Gott danken. Das erste ist, wir danken im Gebet. Das zweite ist, wir danken ihm mit Liedern. Das dritte mit seinem eigenen Leben. Ich will ein Dank für dich sein, o Herr. Du darfst über mein Leben verfügen. Das ist auch ein Dank. Es steht weiter in Vers 3. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Es wird uns gesagt, wer eigentlich Gott ist, der uns in der Liebe durch unseren Leben begleitet. Es wird über ihn gesagt, er ist der einzige Gott. Wer neben ihm andere Götter verehrt, verehrt Götzen, aber nicht Gott. Es gibt nur einen Gott, der uns durch die Bibel sich selbst offenbart hat. Im Grunde genommen wird im Vers gesagt, Gott ist allmächtig. Der Gott, der uns durch das Leben begleitet, ist ein allmächtiger Gott, der die Berge gemacht hat, das Meer und das Land. Das ist mein Gott, der für mich sorgt. Und weiter steht geschrieben, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unseren Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, dieser Gott, der alles in Dasein gerufen hat, dieser Gott hat auch mich gemacht.
Er hat schöpfungsmäßig mich gesetzt. Ich komme aus der Hand Gottes, so wie ihr auch. Ich bin ein direktes Geschöpf vom Gott, weil ich ein Mensch bin. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 bis 8 steht geschrieben: Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdkloß. Und er blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase. Also war der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat. Gott hat uns einen wunderbaren Körper anvertraut. Wir sind alle einzigartige Persönlichkeiten. Keiner ist zu verwechseln mit einem anderen. Gott hat uns aus Persönlichkeiten geformt. Jeder ist ein bisschen anders als der andere. Eine Persönlichkeit ist was ganz Besonderes. Mir kommt immer wieder in den Sinn, wie Gott genial ist. Gott hat über Billionen von Menschen erschaffen, die ihre eigene Persönlichkeit haben. Und jeder ist anders. Was Gott für eine Weisheit hat. Und dieser Gott, der hat auch mich gemacht und dich. Erst wenn wir gestorben sind und dann den Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist im Himmel sehen werden, werden wir erst verstehen und erfassen, wer Gott eigentlich ist. Und ich bin überzeugt, das Erste, was wir im Himmel machen werden, wenn wir da angekommen sind, vor ihm niederfallen werden und ihn anbeten und sagen: Ich hätte nie gedacht, wie gewaltig du bist, wie groß du bist. Ich habe das nur geahnt auf dieser Erde, aber jetzt darf ich dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das wird ein Augenblick sein. Bevor wir aber im Himmel sind, sollten wir schon anfangen, auf der Erde uns zu neigen und sagen: Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Gott. Du hast mich gemacht. Ich bete dich an. Und ich kann nicht anders als meine tiefste Ehrfurcht zum Ausdruck bringen, wenn ich mich anschaue, wer ich eigentlich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wandelndes Wunder. Übrigens, ihr alle auch. Stellt euch mal vor, der Gott, der alles gemacht hat, ist mein Vater und eurer, der alles in Dasein gerufen hat. Er hat auch nicht nur uns ins Dasein gerufen, sondern er hat auch die Gemeinde Jesu, das neue testamentliche Volk Gottes, ins Dasein gebracht. In den Augenblick, als er den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hat, am Pfingsten. Es steht nämlich in Vers 7, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Und zu diesem neuen testamentlichen Volk Gottes, der Gemeinde, gehören nur Menschen, die bekehrt und wiedergeboren sind, die ihn als persönlichen Retter angenommen haben. Die werden eingefügt durch den Heiligen Geist dieser Gemeinde. Und Gott schaut zu seiner Gemeinde, wie ein Hirte. Und Gott weiß, wer wach ist und wer eingeschlafen ist. Und er wartet, dass der, wer eingeschlafen ist, wieder aufwacht aus seinem Schlaf und Buße tut. Und Gott ist tragend und helfend, ist begleitend. Wir müssen froh und glücklich sein, dass Gott auf seine Herde so schaut. Und ich möchte euch ermutigen, betet weiter. Kommt zum Angesicht Gottes mit der Wahrheit und mit voller Freude. Und sagt ihm Dank für alles, was er tut. Und vergesst niemals, dass der Gott, den wir anbeten, ist ein allmächtiger Gott. Ihm sei alle Ehre. Amen.